Die geschichtliche Stellung der Stadt Tümen beruht auf ihrer geografischen Lage am Schnittpunkt uralter Verkehrs- und Handelsstraßen. Und nicht umsonst bezeichnet man unsere Stadt als Tor Westsibiriens. Hier kreuzen sich alle Wege vom Westen nach Osten, vom Süden nach Norden. Tümen ist ein Mittelpunkt, der Europa und Asien verbindet. Tümen gilt als die Mutter der sibirischen Städte, denn hier begann die russische Expansion hinter der Ural. Mehrere Jahrhunderte war das Territorium Westsibiriens von Tataren besiedelt. Zu dieser Zeit hieß die Stadt Chingitova. Um die Macht des russischen Staates zu vergrößern, beschloss der Zar, Westsibirien an Russland anzuschließen. In den Jahren von 1581 bis 1585 fanden mehrere Feldzüge des russischen Helden Jermak statt. Dadurch wurde Westsibirien ein Teil des russischen Staates. Tümen wurde am 29. Juli 1586 gegründet. Die ersten Bauten und Wohnhäuser der Stadt waren aus Holz. Für die Baukunst der Holzhäuser sieht mit Schnitzereien geschmückte Fensterläden und Rahmen und Gesimse kennzeichnen. Wenn man heute bei dem Namen der Stadt Tümen sofort an schwarzes Gold und blaue Flamme denkt, so ist die Stadt keineswegs, wie viele andere Orte Westsibiriens, auf Öl und Gas zu reduzieren. Erdöl und Erdgas werden in den nördlichen Bezirken des Gebiets gefördert. Die Stadt an der Tura kann auch in wirtschaftlicher Hinsicht auf eine reiche Geschichte in der Zeit vor der Ölgewinnung zurückblicken. Mit der Entwicklung der Dampfschifffahrt wurden die Ufer des Flusses Tura im 19. Jahrhundert ein Zentrum des Schiffbaus und der Schwerindustrie. Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind der Schiffs- und Maschinenbau. Außerdem die Herstellung von Fleischprodukten, Metallverarbeitung, Gasproduktion, Holz- und holzverarbeitende Industrie, Baustoffindustrie, chemische und petrochemische Industrie, Elektrizitätswirtschaft, Brennstoffindustrie, Medizintechnik, Straßenbau, Leichtindustrie und Nahrungsmittelindustrie. Sehr intensiv ist der Wohnungsbau. Die Konditoreiwarenfabrik-Quartett ist in Tümen bekannt. Die Quartettpralinen sind eine wahre Delikatesse und nicht nur in Tümen für ihren herrlichen Geschmack und ihre reiche Vielfalt bekannt. Tümen verfügt über einen internationalen Flughafen Rosschino, in dem die Fluggesellschaft ITR Aviation ihren Hauptsitz unterhält und der eine moderne Abflughalle hat. Am 22. Mai 1992 wurde die gemeinsame Erklärung über partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Region Tümen und Niedersachsen-Deutschland unterzeichnet. Am 25. Mai 1994 wurde die Vereinbarung über die Gründung der Partnerschaft zwischen den Städten Tümen-Russland und Celle-Deutschland von der Tümener Duma ratifiziert. Berühmte Söhne der Stadt sind der Komponist und Lyriker Ulrich Berlin sowie der mysteriöse Wunderheiler Grigori Rasputin. Die Fläche der Stadt Tümen beträgt 235 Quadratkilometer. Entfernung von Berlin nach Tümen ist 3901 Kilometer. Gegenwärtig leben rund 679.861 Einwohner in Tümen. Der Zeitunterschied zu der mitteleuropäischen Zeit beträgt im Winter 4 Stunden, im Sommer 3 Stunden. In Tümen herrscht Kontinentalklima. Charakteristisch sind schnelle Temperaturänderungen.
Die mittlere Temperatur beträgt im Januar minus 17 Grad und im Juli plus 18 Grad. Die niedrigste Temperatur im Winter beträgt minus 40 Grad, die höchste Temperatur im Sommer beträgt plus 38 Grad.